Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Leonie und in diesem Video wird es um ein Thema gehen, was mich schon jahrelang persönlich verfolgt, und zwar ist das Binge-Eating. Für den einen oder anderen ist der Term Binge-Eating vielleicht schon klar, für den einen oder anderen eventuell was Neues, deswegen werden wir erstmal damit beginnen, dass ich euch erkläre, was überhaupt Binge-Eating ist. Eigentlich ist Binge-Eating relativ leicht zu erklären. Es sind nämlich Fressanfälle. Es gibt dazu auch eine offizielle Definition, die zum Beispiel besagt, dass diese Fressanfälle sich über einen Zeitraum von mindestens 6 Monate erstrecken müssen und mindestens 2-mal die Woche vorfallen müssen und auch, dass diese Fressanfälle ohne kompensatorische Verhaltensweisen erfolgen. Das heißt, dass man danach nicht versucht, den Fressanfall zu kompensieren durch zum Beispiel Erbrechen oder Zuführen von Abführmitteln. Generell sagt man auch, dass Binge-Eating von Kontrollverlust geprägt ist. Also man verliert die Kontrolle über sich selbst und sein Essverhalten und fühlt dann nach so einem Fressanfall Scham, Ekel vor sich selbst und halt ein Schuldgefühl, weil man eben so viel gegessen hat. Vielleicht kommt dir das an dieser Stelle ja schon bekannt vor, falls du selbst von Binge-Eating betroffen bist oder jemanden kennst, der davon betroffen ist. Ich persönlich war davon wirklich jahrelang betroffen und es gibt auch einige Merkmale, die sich durch jede Binge-Eating-Störung ziehen. Wie gesagt, es ist ganz wichtig, wenn man Binge-Eating von zum Beispiel Bulimie unterscheidet, dass Binge-Eating keine gewichtsreduzierenden Maßnahmen umfasst. Das heißt, wenn du Binge-Eating hast und dann unter einem Fressanfall leidest, dann wirst du danach nicht versuchen, irgendwie das Essen wieder rauszubekommen oder eben durch Abführmittel zum Beispiel abzuführen, sondern das Essen bleibt einfach drin. Personen, die von Binge-Eating betroffen sind, haben weder Sättigungs- noch Hungergefühl. Das heißt, die stopfen einfach Essen in sich hinein, ohne überhaupt Hunger zu haben und auch ohne, dass irgendwann das Sättigungsgefühl eintritt. Sie hören erst dann auf, wenn sie ein sehr unangenehmes Völlegefühl verspüren. Bei mir war es zum Beispiel immer so, wenn meine Bauchdecke dann gespannt hat und ich einfach gemerkt habe, okay, es passt volumentechnisch nichts mehr in meinen Bauch rein, dann habe ich aufgehört. Da man bei Binge-Eating keine kompensatorischen Maßnahmen durchführt, also weder Abbrechen noch irgendwie Abführmittel zuführt, ist es natürlich auch so, dass es in den meisten Fällen zu einer Gewichtszunahme kommt. Wenn man Binge-Eating hat, dann leidet man halt unter diesen Fressanfällen, die zum Teil 10.000, 15.000 Kalorien auf einmal umfassen. Und wenn man das ganze Essen isst, dann verarbeitet der Körper natürlich auch Großteile davon und das wird irgendwo gespeichert. Und zwar sind das meistens dann Fettgewebezellen. Die Ernährung, die man bei Binge-Eating führt, ist außerdem ziemlich unregelmäßig und auch falsch. Ja, also es ist definitiv keine gesunde Ernährung und die ist dahingehend unregelmäßig, dass man zum Beispiel alle 3 Tage, sage ich mal, einen großen Fressanfall hat und dann eben wieder versucht zu kompensieren, indem man die nächsten Tage darauf beispielsweise nur wenig isst. Wie schon gesagt, ist die Binge-Eating-Störung auch mit unglaublich vielen Gefühlen verbunden. Wenn man halt gegessen hat bzw. überessen hat, dann kommt es natürlich dazu, dass man sich schämt, man fühlt sich vielleicht auch einsam, weil man das Gefühl hat, es gibt niemanden anderen, der einem da helfen könnte oder man ist ganz alleine mit dieser Störung und man fühlt sich vielleicht auch leicht depressiv und wütend auf sich selbst. Daraus resultiert natürlich auch, dass man Angst hat, dieses Thema vor anderen Leuten anzusprechen, weil wenn man halt so viel frisst und sich wirklich auch über sich selbst ekelt, dann traut man sich natürlich nicht unbedingt, das gegenüber anderen Menschen anzusprechen. Und was bei vielen Leuten, die Binge-Eating haben, vorkommt, ist natürlich auch, dass sie sich alleine irgendwo verkriechen, um dann zu essen. Ich hatte das auch. Ich habe nie gebinged, wenn irgendjemand anderes zu Hause war. Immer nur dann, wenn ich alleine war. Weil ich habe mich natürlich dafür geschämt, dass ich mich so verhalte und dass ich einfach nicht aufhören konnte zu essen. Das Ganze wird dann also zu einem Teufelskreis. Besonders aus dem Grund, dass dann natürlich auch diese negativen Gefühle noch mit drin sind. Das heißt, zuerst kommt es zu einem Fressanfall. Nach diesem Fressanfall fühlt man sich dann schuldig oder man schämt sich. Man will also versuchen, so gut wie möglich wieder in sein normales Essverhalten reinzukommen oder versucht zum Beispiel die Tage darauf extrem gesund zu essen oder sich halt einzuschränken in seinem Essverhalten. Durch dieses restriktive Verhalten kommt es dann aber wiederum dazu, dass der Körper das Ganze wieder hyperkompensieren will und dann kommt es eben zu einem weiteren Fressanfall. Aus diesem Teufelskreis rauszukommen ist extrem schwer, glaub mir. Ich habe da so lange für gekämpft und auch heute ist es noch schwierig. Aber woher kommt denn überhaupt Binge-Eating? Also Binge-Eating kann zum Beispiel, wie in meinem Fall, eine Folge des strengen Diätens sein. Also dass man zum Beispiel über einen langen Zeitraum eine sehr strikte Diät durchgeführt hat und dass es danach dann eben zu einer Hyperkompensation kommt. Hyperkompensation heißt halt, dass der Körper dann alles, was davor sozusagen ihm vorenthalten wurde, im Nachhinein kompensiert. Es muss aber nicht unbedingt durch Diäten, sondern kann auch durch restriktives Essverhalten ausgelöst werden. Wenn man jetzt zum Beispiel sich einschränkt in der Nahrungsmittelauswahl, also in den Lebensmitteln, die man zur Verfügung hat, beziehungsweise von denen man sich ernährt, wenn man den Eindruck hat, dass einige Lebensmittel halt schlecht für einen sind. Oder man bekommt halt beispielsweise schlechtes Essverhalten von der Familie, Freunden oder Angehörigen vorgelebt. Was aber in den meisten Fällen wirklich die Ursache dafür ist, ist, dass ein inneres Bedürfnis, ein emotionales Bedürfnis nicht befriedigt ist. Das heißt, das Ganze resultiert nicht aus einem physischen Hunger, denn die Leute, die von Binge-Eating betroffen sind, die haben halt keinen physischen Hunger,
sondern das Ganze resultiert aus einem seelischen Hunger. Sei es nun das Bedürfnis nach Anerkennung oder das Bedürfnis nach Gesellschaft, nach Liebe, was einem davor entzogen wurde. Das versucht man dann oft durch Binge-Eating zu kompensieren. Ich habe ja schon die ein oder andere Sache erzählt, wie es bei mir damals war, aber nochmal von vorn. Also ich habe ja schon 3 Bodybuilding-Wettkämpfe hinter mir und für diese Wettkämpfe habe ich mich natürlich durch starkes Diäten sehr gut vorbereitet. Nun ist es so, dass dort eben das eingetreten ist, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Ich habe mich extrem doll eingeschränkt in den Nahrungsmitteln, die ich zu mir nehmen durfte, aber natürlich auch in der Kalorienzufuhr. Und dann hat mein Körper eben, nachdem ich dann wieder essen durfte, dafür gesorgt, dass eine Hyperkompensation erfolgt ist. Der eine oder andere, der sich im Bodybuilding-Bereich bewegt, weiß es vielleicht auch. In den Wochen und Tagen vor dem Wettkampf dreht sich eigentlich alles nur noch um das Thema Essen. Man geht in den Supermarkt nur, um zu schauen, was man sich für nach dem Wettkampf kaufen könnte, welche Süßigkeiten es so gibt. Man geilt sich sozusagen daran auf, was es alles zu essen gibt und an dem Gedanken, dass man halt nach dem Wettkampf wieder essen kann. Und so ist es auch nach dem Wettkampf. Alles dreht sich erstmal nur um das Essen. Denn der Körper will halt das kompensieren, was ihm davor entzogen wurde. Ich habe also nach dem Wettkampf einfach alles gegessen, was irgendwo auch nur in meiner Nähe zu finden war. Ich habe zu Hause alles gegessen, ist egal, ob es Kartoffelsalat war oder trockene Nudeln oder einfach nur trockene Brotscheiben aus dem Toaster, Kekse, Schokolade, Eis, alles, was da war. Es war wirklich komplett egal, was das Essen überhaupt war. Das Gefühl zu essen, das hat mich zufriedengestellt. Das dachte ich zumindest in diesem Moment. Ich habe dann sogar dafür so Strategien entwickelt, habe extra dafür eingekauft und mir wirklich haargenau überlegt, okay, wenn ich jetzt was Süßes esse, dann werde ich danach wahrscheinlich keine Lust mehr auf irgendwas Süßes haben, sondern muss dann noch was Salziges kaufen. Und wenn ich dann was Salziges gegessen habe, dann werde ich wieder Lust auf was Süßes bekommen. Also muss ich sowohl süße und auch salzige Sachen einkaufen, damit das Ganze so läuft, dass ich so viel wie möglich essen kann. Ihr merkt selbst, ne? Also wenn ich einen Binge- oder einen Fress- oder Essanfall geplant hatte, dann hat sich wirklich alles darum gedreht. Ich habe mir überlegt, was kann ich kaufen, was wird mir gefallen, was wird mir schmecken, wann bin ich zu Hause alleine, wann kann ich essen. Alles hat sich darum gedreht. Meine gesamten Gedanken haben sich nur noch ums Essen gedreht. Ich habe dann auch immer versucht, das Ganze so ein bisschen zu kompensieren durch Sport halt. Ich habe mich teilweise 2 Stunden aufs Laufband gestellt, bin 3 Stunden lang spazieren gegangen, damit ich halt einfach die Kalorien wieder verbrauche, die ich zu mir geführt habe. Hat natürlich nichts gebracht, weil wenn man 6, 7, 8.000 Kalorien zu sich nimmt und dann irgendwie 5.000 Kalorien im Überschuss ist, dann bringt so ein 2-stündiger Spaziergang auch nichts mehr. Ich habe dann auch teilweise so die Theorie gehabt, okay, gut, wenn ich jetzt an einem Tag binge, also sage ich mal 4.500 Kalorien esse, dann könnte ich ja einfach am nächsten Tag nur noch 1.000 Kalorien essen und dann wieder 4.000, 5.000 Kalorien, würde sich ja ausgleichen, oder? Extrem ungesundes Verhalten. Sowas wie Sättigungsgefühl oder Hungergefühl war mir da dann bei weitem nicht mehr bekannt. Irgendwann ist dann bei mir persönlich auch aus der Binge-Eating-Essstörung eine Bulimie geworden. Das heißt, in meinem Gehirn hat sich irgendwie dieser Gedanke entwickelt, das, was ich esse, das, was ich zu mir führe, das muss ich ja eigentlich nur wieder rauskriegen, um bei der mathematischen Gleichung auf 0 zu kommen, oder? Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel 5.000 Kalorien esse und dann einfach die 5.000 Kalorien wieder erbreche, dann habe ich ja nichts zu mir genommen, oder? So war mein Gedanke. Natürlich extrem gestörtes Denken. Aber so war das damals eben. Es ist ja nicht ohne Grund eine Essstörung. Man kann auch einfach nichts dafür. Ich habe mir also gesagt, okay, wenn ich jetzt was esse, dann versuche ich einfach, das so schnell wie möglich wieder zu erbrechen, damit ich halt wieder bei 0 angelangt bin. Und das Ganze lief dann wirklich lange und ich habe dann auch immer meine Einkäufe geplant, habe mir überlegt, okay, was kann ich heute bingen und habe dann eben versucht, das Ganze wieder zu erbrechen. Ich habe sowohl zu Hause als auch auf öffentlichen Toiletten erbrochen, einfach damit ich halt meine Gleichung wieder auf 0 gesetzt hatte. Das Ganze war dann natürlich ein extrem toxischer und gefährlicher Teufelskreis. Ich habe gegessen, habe erbrochen, habe mich danach so schlecht gefühlt und so von mir selbst geekelt und geschämt, dass ich mir gesagt habe, nie wieder, ab jetzt isst du 100%ig gesund und alles wird wieder geregelt und geordnet ablaufen. Aber so ist es leider nicht. Dann habe ich mich halt wieder eingeschränkt und dann hat mein Körper wieder kompensiert. Und ich habe wirklich erst sehr spät erkannt, dass das Ganze halt keine physische Ursache hat, sondern eine seelische Ursache. Irgendwas war bei mir einfach nicht seelisch befriedigt. Interessanterweise war es bei mir immer so, wenn ich auf Reisen war, das heißt, wenn ich irgendwo alleine in einem anderen Land war, dann habe ich das nicht erlebt. Also war ich auf einem Abenteuer und habe täglich irgendwelche neuen Dinge erlebt, dann hatte ich keine Binge-Eating-Störung. Also war ich irgendwo in einem anderen Land alleine unterwegs, dann hatte ich nie Essanfälle. Nie, nicht ein einziges Mal. Im letzten Jahr sind die Fressanfälle einfach immer weniger geworden. Die Frequenz wurde immer niedriger und das hat natürlich auch damit zusammengehangen, dass ich einfach gelernt habe, keine Angst mehr vor dem Essen zu haben und mir persönlich einfach mehr Raum
und mehr Freiheit mit dem Essen zu lassen. Ich habe mich nicht mehr dazu gezwungen, zu gesund zu essen und einfach versucht, das Ganze ein bisschen lockerer zu sehen. In den letzten Monaten hat sich das dann zum Beispiel nochmal extrem dadurch verbessert, dass ich Kai kennengelernt habe, also meinen Freund. Wie auch immer, anscheinend hat das den Hunger in meiner Seele gestillt zu haben, denn seitdem habe ich kein einziges Mal mehr gebinged. Ich merke aber trotzdem ab und zu noch die ein oder andere Tendenz oder dass ich wieder Lust dazu bekomme, einfach wie wild einzukaufen und mich dann hinzusetzen und alles aufzufressen. Also stellt sich jetzt natürlich die Frage, wenn es dir so geht, was kannst du denn eigentlich tun, um aus diesem Teufelskreis rauszukommen? Der wichtigste Punkt von allen, finde die Ursache in deiner Seele. Weil das Ganze ist, wie gesagt, nichts Physisches. Also das hängt nicht damit zusammen, dass du so viel Hunger hast, dass dein Körper so viel Hunger signalisiert und du dann essen musst, sondern das Ganze liegt irgendwo in deiner Psyche versteckt und irgendwo in deiner Vergangenheit. Also geh vielleicht mal zurück in deine Kindheit oder überleg dir, was in der Vergangenheit so passiert, das eventuell dazu geführt haben könnte, dass ich jetzt durch das Essen hyperkompensiere. Oder versuch deine aktuelle Situation zu analysieren. Was fehlt dir? Was vermisst du? Gibt es irgendwas, nachdem du dich wirklich innerlich extrem doll sehnst, was du dir aber nicht selbst erfüllen kannst? Oder irgendeinen Durst, der momentan und bis jetzt noch nicht gestillt worden konnte? Was gibt es da? Wenn du unter Binge Eating leidest, dann sollte wirklich das deine Priorität sein. Suche in deiner Vergangenheit, suche in deiner jetzigen Situation und reflektiere dich selbst, um herauszufinden, woher dieser Hunger kommt. Ganz wichtig aber an zweiter Stelle, wenn du es nicht alleine schaffst, dann such dir Hilfe. Es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, wo man sich informieren und bezüglich Essstörungen helfen lassen kann. Und das sollte man auch wirklich in Anspruch nehmen. Ich habe das anfangs nicht so gemacht. Ich bin persönlich auch einfach so jemand, ich will meine ganzen Probleme immer alleine lösen. Ich möchte die einzige Verantwortliche für die Lösung meiner Probleme sein und ich wollte mir von niemandem helfen lassen. Aber wenn du dich in dieser Situation befindest, bitte such dir Rat, such dir Hilfe und vor allem such dir vielleicht auch Leute, die das gleiche Problem haben. Weil, wie gesagt, du musst dich damit nicht allein fühlen. Es gibt so viele, vor allem junge Leute und besonders Frauen. Übrigens, 2/3 der Betroffenen von Binge Eating sind Frauen und 1/3 davon Betroffene sind Männer. Es gibt diese Leute überall und besonders mit dem Überkonsum, den wir heutzutage erleben, ist es halt leicht, in diese Störung zu verfallen, wenn man sich innerlich nicht so vollständig fühlt. Suche also professionelle Hilfe, aber versuch auch, deiner Familie und deinen Freunden klarzumachen, dass du Hilfe brauchst. Ich habe immer mit meiner engsten Freundin darüber gesprochen und irgendwann habe ich so auch schrittweise versucht, besonders meiner Familie, also meiner Mutter, so ein bisschen klarzumachen, bitte versteck das Essen vor mir, weil ich kann mich nicht kontrollieren. Ich kann mir nicht selbst helfen. Ob das nun auch Verständnis getroffen ist, ja, lass mich mal so im Raum stehen, aber so habe ich zumindest versucht anzufangen, das Ganze mit meiner Umwelt zu teilen, damit ich halt nicht mehr alleine mit dem Problem dastehe. Und das ist ein extrem wichtiger Schritt, weil man muss es sich ja auch eingestehen, dass man sich nicht wirklich selbst helfen kann. Ansonsten ist es sehr, sehr wichtig, ein möglichst gesundes Verhältnis zu seinem Körper aufzubauen. Für mich aus dem Bodybuilding ist das natürlich eine extrem schwierige Sache gewesen, weil das ganze Zählen, Kalorien zählen, Gewicht tracken und so, das ist halt einfach kein natürliches Verhältnis zu unserem Körper, wie es sein sollte. Aber ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe versucht, intuitiver zu essen. Ich habe versucht, mehr auf meinen Körper zu hören. Und ich habe versucht, mich auch einfach fallen zu lassen, wenn ich das Gefühl verspürt habe, ich möchte jetzt was essen. Also wenn du auch mit Binge Eating struggles, dann versuch einfach, dir ein paar mehr Freiheiten zu geben. Das heißt jetzt nicht, dass du einfach frei drauf losbingen sollst, sondern das heißt, dass du dir selbst nicht so viel verbieten sollst. Denn aus dieser Restriktion, also aus diesem Verbieten, folgt halt, wie gesagt, die Kompensation. Also, dass du es dir dann im Nachhinein dann doch holst, weil du es dir im Vorhinein verboten hast. Dazu kannst du dir auch zum Beispiel gerne mein Video zu Angst vor dem Essen anschauen. Da geht es darum, wie du die Angst vor dem Essen bekämpfen kannst und zu einem natürlicheren Essverhalten zurückfinden kannst. By the way, wenn du auch von Binge Eating betroffen bist oder zum Beispiel jemanden kennst, dann teile gerne in den Kommentaren mit mir deine Erfahrungen und wie du vielleicht es geschafft hast, aus der Binge Eating Störung herauszukommen. Also, such in deiner Seele. Suche dir Hilfe, entweder professionell oder bei Freunde und Familie und versuche, einem natürlicheren Essverhalten wieder näher zu kommen. Fokus auf die Gesundheit, Angst vor dem Essen bekämpfen, es wieder als Freund betrachten und als nützliches Mittel, um dich eben durch dein Leben jeden Tag zu bringen. Und weg von den Zahlen. Weder die Waage noch die Kalorien. Achte einfach nicht darauf, wenn du zum Beispiel Sportler bist, so wie ich, dann nimm dir zumindest zu Herzen 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu essen und versuch die ganzen anderen Zahlen einfach mal ein bisschen außen vor zu lassen. Das Ganze mag vielleicht am Anfang ein bisschen ungewohnt sein. Ich persönlich habe damit auch mega gestruggelt. Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, dass ich auf einmal keine Zahlen mehr habe, an die ich mich halten kann.
Aber glaub mir, es wird dir helfen, auf einen natürlicheren Weg zurückzukommen. Das war es erstmal mit meinem Video zum Binge-Eating. Ich hoffe, es hat dir geholfen und dir gefallen, wie ich meine persönliche Erfahrung geteilt habe. Und vielleicht hast du ja auch das ein oder andere daraus mitnehmen können, um dir selbst bei der Binge-Eating-Störung zu helfen. Wenn du dich zum Beispiel zur Binge-Eating-Störung oder auch zu anderen Essstörungen nochmal informieren möchtest, dann verlinke ich dir hier nochmal ein paar Sachen in der Infobox. Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Video.